Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem etwas anderen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich eine Ankündigung machen, die den Kanal durchaus verändern wird. Und zwar habe ich mich entschieden, nachdem ich gesehen habe, wieso der Kanal läuft in letzter Zeit, was los ist, was ich im Leben mache, habe ich mich entschieden, einen Zweitkanal zu öffnen. Und zwar wird auf Günther aus der Dönerbude ab sofort kein Super Smash Bros. Content mehr hochgeladen. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich mich umgucke, dass Smash Bros. Content von allem das ist, was euch so am wenigsten interessiert. Und dafür, was Günther aus der Dönerbude ist, einfach ein Let's Play-Kanal, der ein bisschen auf Spaß basieren soll, die Hörspiele, da ist so ein komplett competitive Game wie Smash, das ich wirklich auf kompletter Tryhard-Basis spiele. Das passt irgendwie einfach nicht zum Rest des Kanals. Es passt nicht wirklich rein. Und deswegen habe ich mich entschieden, einen Zweitkanal zu erstellen, auf dem ich nur Smash Bros. Hochladen werde. An sich im selben Stil wie alles, was auf Günther aus der Dönerbude war. Nur auf einem anderen Kanal. Ich werde wohl damit beginnen, die Montage, die ich gestern auf meinem Kanal... Und ja, tatsächlich hatte ich geplant, diese Montage als Abschluss von Günther aus der Dönerbude Smash Bros. Zu bringen. Auch auf dem neuen Kanal in der Videobeschreibung zu nutzen. Der neue Kanal SQTK Rule 34. Mein Ingame-Tag wird ab sofort jedes Smash Bros. Video bringen. Was bedeutet das für beide Kanäle? Ich möchte allgemein versuchen, gerade was Aufnehmen angeht, Smash Bros. Ein bisschen zurückzufahren, tue ich in letzter Zeit auch schon. Deswegen wird Günther aus der Dönerbude, es ist durchaus möglich, dass nur noch alle 2 Tage oder so ein Upload kommt. Aber ich denke mal, das lässt sich noch mit umgehen, das ist in Ordnung. K-Rule 34 wird unregelmäßig Videos bekommen, wann immer ich Zeit und oder Bock habe. Meine Planung ist ungefähr so, da ist immer noch dabei, dass ich oft improvisiere, aber planen tue ich so, dass ich aufnehme, ich erzähle euch das jetzt einfach mal so, am Montag nehme ich für Günther aus der Dönerbude auf, am Dienstag ebenfalls, mittwochs komme ich derzeit nicht zum Aufnehmen, genau wie donnerstags. Freitags nehme ich für Günther aus der Dönerbude auf und samstags und sonntags je eine Folge, vielleicht auch mal 2 am Samstag oder 2 am Sonntag und noch je eine Folge am Wochenende pro Tag, also insgesamt 2 Folgen am Wochenende für K-Rule 34, sodass Günther aus der Dönerbude 5 wöchentliche Videos hätte, wozu dann noch Bonus kommen wie Sketches, vielleicht mal Musik, Infovideos und Walross-Edition. Weshalb gerade wenn die Walross-Edition 5 beginnt, der Plan ist, weiter Daily-Uploads zu haben. Wobei ich dann die 5 so aufgenommenen Videos an den Tagen außer Mittwoch und Samstag hochlade und Mittwoch und Samstag dann die Walross-Edition habe. Und K-Rule 34 wird auch wahrscheinlich irgendeinen Regelplan bekommen, aber ja, ich sage nicht, dass nie wieder irgendwas von Smash Bros. Bei Günther aus der Dönerbude kommen wird. Sowas wie neulich das Pyra-Mithra-Video mit Marcel, finde ich, passt nämlich auf diesen Channel doch auch relativ gut. Aber wirklich meine 1v1-Turniere, wenn ich nochmal mache Montagen, vielleicht irgendwelche Clan-Tournament-Videos. Aber hauptsächlich eben Labbing, Training Mode und 1v1. Das, was ich halt im Moment mache in Smash, wird ab sofort auf einem neuen Kanal kommen. Vielleicht versteht ihr meine Entscheidung, vielleicht nicht. Getroffen habe ich sie auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, ich sag das immer aus Reaktion, aber zu dem Video passt es nicht. Aber ich hoffe, ihr versteht meine Entscheidung. Super Smash Bros. Ultimate werde ich weiterhin ganz normal spielen, SQT alles weiterhin normal. Nur der Content wird auf einem anderen Kanal kommen.
Günther aus der Dönerbude wird weiterlaufen. Es wird auch wahrscheinlich ein neues Let's Play die Tage beginnen, damit nicht nur Kirby Star Allies läuft. Und wir sehen, was die Zukunft bringt. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da meinetwegen und abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Aber noch lieber, abonniert KRule34. Der Kanal wird in der Videobeschreibung verlinkt sein. Und ja, wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Bis bald und ciao.